Rollenspiel im Cyberpunk-Universum. Wie oft wird der eine Miles denken, dass der andere Miles gemeint ist und umgekehrt? Das alles erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Pen and Paper. Wir spielen Cyberpunk Pen and Paper. Mit dabei ist einmal Burak, Burrito. Einmal hier, hallo. Burrito of Doom. Dann, ja, was machst du eigentlich? Du machst irgendwie auch alles Mögliche, ne? Du spielst actually, auch gute Frage. Ich weiß selber nicht. Es fing, in geraumer Zeit fing es mit League of Legends an, aber das ist dann irgendwann rausgegangen zu Quizshow-Moderator, Variety-Streaming, viel Pen and Paper. Und ja, jetzt bin ich das erste Mal bei Cyberpunk und hab richtig Bock. Ich habe noch nie Cyberpunk Pen and Paper gespielt tatsächlich. Hi. Dann haben wir hier einmal Cosplay, Pancake Cosplay, Entschuldigung, nicht Cosplay Pancake. Und ja, dich findet man irgendwie auf überall auf Social Media, du machst ganz viel Cosplay. Nur nicht viel auf Twitch. Nur nicht viel auf Twitch, genau. Aber ich habe sie für mich gewonnen heute. Und dann haben wir hier Miles. Miles ist Level-Designer, sowohl von The Witcher als auch von Cyberpunk unter anderem. Hallo, auch bei... Hallo. Und streamt auch selber und macht halt auch so, guckt sich andere Spiele an und guckt sich die Level von anderen Spielen an und sowas. Ist immer sehr interessant. Und dann haben wir hier Herr Walter, Sam vom Kanal Herr Walter auf YouTube. Du streamst auch nicht auf Twitch, ne? Nee. Genau. Okay, aber wenn ihr bei Herr Walter vorbeigucken wollt, dann gerne auf YouTube da vorbeigucken. Da gibt es auch ganz viel Pen and Paper Content. Genau. Und da sind wir. Wir spielen Cyberpunk. Hi. Soll ich eine Einführung geben zu Cyberpunk erstmal? Ja, wenn du möchtest, gerne. Sag ich zwei Sätze und dann könnt ihr eure Charaktere vorstellen, oder? Mhm. Genau. Da muss ich erstmal nachlesen. Ja, steigen wir rein. Genau, also wir spielen Cyberpunk Red. Cyberpunk Red spielt im Jahr 2045, das heißt nicht die Zeit des alten Rollenspiels, das war Cyberpunk 2020. Das Computerspiel spielt in Cyberpunk 2077. Warum heißt es Cyberpunk Red? Das ist die rote Ära, weil der Himmel so rot eingefärbt ist. Einmal aufgrund von den Atombomben und dem vierten Konzernkrieg, der kurz vorher stattgefunden hat. Die Stadt an sich befindet sich aktuell im Wiederaufbau. Es gibt ein paar grüne Sektoren, in denen vor allem die Konzerne wieder aufbauen. Die Konzerne haben auch durch den vierten Konzernkrieg ein bisschen an Mächtigkeit verloren. Also es sind immer noch schwere Gegner, wenn man auf sie trifft, aber sie sind nicht mehr ganz so mächtig, wie sie es in Cyberpunk 2020 waren und sie es wieder werden in Cyberpunk 2077. Also es ist so eine Zwischenphase. Wenn man das Spiel kennt, dann kennt man ja die Stadt nach dem Aufbau wieder. Aktuell ist diese Insel noch zum Teil verstrahlt und es gibt dort viele rote Sektoren. Da werden wir heute wahrscheinlich nicht hinkommen. Also ich habe es nicht geplant. Mal schauen, was die Spieler machen. Ja. Wir spielen in Haywood, Santo Domingo. Das ist so im Süden der Stadt, ist so ein dunkelorangenes Gebiet, das heißt kein roter Sektor, aber ein überfüllter Randbezirk. Und dort ist das ganze Abenteuer aufgebaut um ein Viertel, in dessen Zentrum eine Bodega steht. Dieses Viertel steht aktuell nicht unter Gangkontrolle, muss dadurch aber auch sämtliche Sachen selber regeln. Und ja, die Polizei kommt da, wenn sie hinkommt, nur schwer bewaffnet hin. Das heißt, auf die kann man auch nicht zählen. Wenn es Ärger gibt, muss man es selber lösen. Genau, so viel vielleicht mal vorab. Wollen wir einfach, soll ich anfangen mit meinem Charakter einfach? Wie ihr mögt, ja. Okay, ich fange einfach kurz an. Ich spiele Lizzie Bloom und ich bin auf der Straße, nennen mich alle Bloom. Und Frankie und ich sind praktisch Sandkastenfreunde. Frankie ist die Person da neben mir, Frankie D. Und wir haben zusammen eine Menge Scheiß durchgemacht und es ist erst das, was ich am ehesten eine Familie nennen würde. Ich war schon immer an Musik interessiert und ich bin ein großer Fan von Johnny Silverhand, der jetzt auch schon ein paar Jahre tot ist, aber die Musik ist immer noch Nova, wie wir sagen. Und irgendwann habe ich die Chance bekommen, in einem Club aufzutreten und das kam richtig gut an. Seitdem wurde ich immer bekannter und konnte für mich und Frankie, wir konnten uns endlich eine kleine Bude leisten und ich dachte so, ey komm, lass uns zusammenziehen, so, wir verstehen uns gut und wir haben halt sonst niemanden außer uns beide. Ich habe kein Geld. Ist halt voll das Drecksloch irgendwie, aber wir finden sicherlich bald was Besseres. Ein paar Auftritte noch, ein paar Deals und ja, das wird was. Ja, ich bin sportlich gekleidet, ich habe orangene Haare, ein goldenes Tattoo auf meinem linken Arm und ich habe immer eine E-Gitarre dabei auf dem Rücken und eine Cam, weil ich muss meine Follower ja auf dem Laufenden halten. Ja. Okay,
Okay, soll ich einfach weitermachen? Ich glaube, das wird am ehesten Sinn ergeben. Ne? Also Frankie D. ist ein junger Erwachsener, Anfang 20, Mitte 20, irgendwas so um den Dreh. Das weiß er selber nicht genau, aber am Ende des Tages ist es auch scheißegal, wie alt er ist. Wichtig ist nur, dass er den Tag überlebt. Als 1,64 Meter großer, stattlicher Mann versucht er sich immer wieder zu beweisen und reißt seine Klappe dann auf, wenn es vielleicht nicht ganz so gut wäre. Sein linkes Auge ist cybernetisch modifiziert und scheint manchmal schon fast unfokussiert irgendwie in der Gegend herumzuwandern, irgendwas zu scannen oder zu untersuchen, bis er einmal dagegen schnippt und es wieder das macht, was er will, während sein rechter Arm und seine rechte Hand vor allen Dingen robotisch sind. Es wäre besser, wenn man nicht nachfragen würde, warum. Frankie trägt kurze, blonde Haare, die nach oben gestylt sind, hat einen Sidecut und einen Augenbrauenslit an der Seite. Er trägt Techwear mit vielen, vielen tiefen Taschen und egal, was du brauchst, Frankie hat immer irgendeine Scheiße dabei. So, dir ist dein Knopf abgefallen, jo, warte hier. Der passt vielleicht nicht unbedingt, aber er hat's. Obenrum ist er meistens sehr casual bekleidet, seine Hände sind schmutzig, ölig, dreckig, weil er immer irgendwas am Basteln ist oder am Schrauben, am Drehen. Wie Blumen bereits gesagt hat, kennen wir uns schon aus der guten alten Zeit. Deswegen Frankie auch ein Banjo tatsächlich dabei hat, das Blumen ihm geschenkt hat. Es war ein kaputtes Banjo, was Blumen nicht mehr gebraucht hat, aber Frankie hat es wieder zurechtgebogen. Nicht unter anderem durch Miles, der Schieber des Vertrauens für Frankie ist. Und wenn Frankie irgendwelche Techwear oder sowas braucht. Ich sehe jetzt schon direkt. Hä? Moment, was? Doch gar nicht. Wenn Frankie also, irgendwelche Techwear. Sorry, mach du. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wollte ich kurz sagen: Über mir ist Miles in real life und schräg über mir ist Miles als Rolle. Es könnte oft zu Verwirrungen kommen. Oder sehr witzig werden. Frankie ging immer zu Miles, wenn er irgendwelche Techwear gebraucht hat, irgendwelche Schrauben, Platinen, CPUs für irgendwelche Verbesserungen oder sonstiges, wodurch er am Ende des Tages auch Mike kennengelernt hat und die beiden sich ziemlich gut angefreundet haben. So, yeah. Cool. Dann kann ich einfach mal als nächstes reingrätschen, der andere Miles. Okay, ich spiele heute Mike Manner, ein 29-jähriger Solo, der mehr Glück als Verstand hat, aber das auch weiß. Mike ist ein Retro-Game-Nerd. Das ist das, was er macht, wenn er quasi nicht gerade am Gangs zusammenschießen ist oder so. Fun Fact ist auch, dass Mike eigentlich gar nicht sehr gerne mit Waffen umgehen mag, aber nach einer Regel lebt, nämlich seinem Lebensmotto. Und sein Lebensmotto ist, lass mich nicht lügen, nee, das ist nicht das Motto, probier es, bevor du es kritisierst. Er will alles einmal mindestens probieren, bevor er sagt, nee, das ist doof oder nicht. Und so war es dann eben auch mit Schusswaffen und sowas. Und da stellt sich halt heraus, dass er irgendwie so ein relativ großes Talent dafür hat. Und irgendwie muss man in Night City ja sein Geld machen. Zu seinem Aussehen, er ist halt durchschnittlich groß, also 1,78 habe ich jetzt hier aufgeschrieben, hat dunkelbraune Haare, die ein Eigenleben zu führen scheinen, nicht so wie meine, die halt perfekt immer so sitzen, wie ich sie möchte. Genau so. Hat einen Stoppelbart, ist gezeichnet von der Stadt sozusagen. Und momentan trägt er ein T-Shirt von seinem aktuellen Lieblings- und mittlerweile sehr vergessenen Uralt-IP, The Legend of Zelda. Kennt fast kein Schwein mehr, aber er findet es halt mega cool und es war halt irgendwie womit er aufgewachsen ist, was seine so auf ganz, ganz alten Retro-Konsolen auch damals schon noch. Wie ist die Verbindung von Mike zu unseren anderen Charakteren? Mikes Leben hat sich ziemlich verändert, als er dank seines Glückes, wie er denkt, einen bewaffneten Raubüberfall abwehren konnte und dadurch irgendwie zu einer Art Ruf gelangte, die ihm irgendwie in Kontakt mit Miles gebracht hat, aka Sam. Und nicht zu verwechseln mit unserem Spieleleiter Sam. mittlerweile, nach ein paar Gigs, arbeitet Miles mittlerweile als Bodyguard von Miles. Das ist sehr verwirrend für mich, muss ich auch nochmal dazu sagen.
da er halt so irgendwie sehr, sehr gerne vorbereitet ist, Night City ist ja ein sehr gefährlicher Ort, hat er schon fast eine manische Verhalten, seine Waffen zu checken und alles vorzubereiten und zu gucken, dass alles gut ist, was wahrscheinlich eher dafür sorgt, dass er erfolgreich ist und nicht sein Glück, aber das weiß er ja nicht. Und deswegen kennt er Frankie D., seinen Techie, der halt dafür sorgt, dass sein Equipment immer, immer top ist und auch seine Knöpfe alle angenäht sind. Und ja, während er einmal dann irgendwie in einen der vielen Kneipen in Haywood abgehangen hat, hat er auch Blumen kennengelernt, Blumen bei einem ihrer Gigs. Mike mag Gitarren sehr gerne, kann die aber selber nicht spielen, findet die Instrumente aber faszinierend. Und darüber kam man dann ins Gespräch. Ja, ich glaube, das war's. Change Miles to Smiles to Avoid Confusion. Überlegen wir nochmal. Ja, musst du dich jetzt umbenennen, ne? Nee. Klar. Wir werden das Pen and Paper spielen und am Ende findet sich heraus, welche Miles wir Nee, ich glaube, den hast du gepachtet. Du warst fertig, oder? Ja. Ich war noch wieder schon wegen Smiles und Miles. Ja, ich bin die Letzte im Bunde als Spielender. Ich spiele Sam Samantha Miles, wie man schon mitbekommen hat. Eine Schieberin. Und ich bin Ende 40, also die Älteste der Gruppe. Ich komme aus einer Familie von relativ einflussreichen Schiebern, die eigentlich immer alles besorgen können. Von Waffen bis hin zum wirklich richtig echtem guten Fleisch, wenn es sein muss, oder allem, was man sich so in Haywood wünschen kann. Mein Großonkel ist vor kurzem, was heißt vor kurzem, sind jetzt auch schon 2 Jahre verstorben und ich musste den Platz in Haywood Santo Domingo übernehmen. Hab mich da relativ gut eingelebt, aber gemerkt, dass es gefährlicher ist, als es aussieht. Und als ich dann auf Mike getroffen habe, dachte ich, ja, gut. Gut im Aufträge erledigen. Vertrauenswürdig, also wurde er engagiert. Dann relativ kurz danach Frankie mit Mike Bekanntschaft machen lassen und war sehr froh, als Blum und Frankie sich endlich ein eigenes Apartment leisten konnten, damit er nicht ständig die ganze Zeit bei uns rumhängt. Das war vielleicht nämlich ein bisschen anstrengend auf Dauer. Und seitdem habe ich 2 Leuchttattoos über den Augen, die dafür sorgen, dass ich ein klein bisschen mehr Durchblick habe, was das Interesse oder die eigentlichen Beweggründe einer Person ausgehen, und habe festgestellt, dass alle anderen 3 relativ vertrauenswürdig sind und naja, auch liquide genug, um die Aufträge, die erteilt worden sind, vernünftig finanziell zu bezahlen oder aber auch mal den ein oder anderen kleinen Auftrag für mich zu erledigen. Je nachdem, wer von denen gefragt wird. Okay. Cool, dann hätten wir hier unsere Truppe. Schieber sind Fixer, die Frage wurde schon beantwortet. Mhm. Habe ich gerade auch mal so gesehen. Das heißt, Leute, die Dinge besorgen, Informationen, Waffen, Drogen, je nachdem, wo es ihr Schwerpunkt liegt. Und bei Miles ist der Schwerpunkt von alles. Sag mir, was du brauchst, und ich schaue, was ich machen kann. Okay, fangen wir an. Wir haben Juli 2045, es ist sehr heiß. Zurzeit gerade die letzten Tage, die Hitze, die drückt sich in die letzten Seitengassen rein, was den Gestank, der da herrscht, noch verstärkt. Also es ist ein bisschen widerlich, gerade an manchen Orten sich rum zu bewegen. Und ihr wurde alle angerufen von Big John. Big John ist der Inhaber der Bodega und er hat gesagt, ihr sollt mal vorbeikommen. Er hätte was, was ihr für ihn erledigen könnt. Die Bodega selber ist, wie gesagt, Zentrum des Viertels, hat so einen schwarz-weiß gekachelten Boden, die ein oder andere Fliese, die ist vielleicht schon kaputt. Die Möbel sind so alte, rote Kunstledermöbel, die hier und da mit Tape geflickt sind, die großen Löcher. Die Bar ist ähnlich, also auch schön mit, die ist schon mehr Tape als Kunstleder. Und es ist an der Fensterfront, die aus Panzerglas besteht und auch nicht mehr ganz sauber ist, sind so Couchen angebracht mit Tischen. In der Mitte gibt es einzelne Sitzgruppen und dann gibt es eine Bar mit eben Barhockern. Und alle Möbel, die da drin stehen, sind mit dem Boden tatsächlich verschraubt, dass, wenn es mal zu einer Schlägerei kommt, es nicht ganz so hässlich wird. Big John selber ist 1,90 groß, ist ein bisschen massiger Kerl. Er hat eine gefürchtete Rechte,
Hat so einen Haarkranz oben noch, also Glatze und das Haar drumherum, das lässt dann noch ein bisschen wachsen. Er hat noch einen Sohn, den er immer Little Kid nennt. Der ist aber nicht so klein, sondern inzwischen noch mal einen halben Kopf größer als Big John. Und wenn es richtig Ärger gibt, dann kommt er aus der Küche nach vorne und regelt das. Und eben dieser Big John hat euch ja kontaktiert und euch gebeten, dass ihr bei ihm mal vorbeischaut heute im Laufe des Tages. Wie brecht ihr auf? Seid ihr pünktlich? Macht ihr euch gleich auf die Socken? Das könnt ihr jetzt einmal selber beschreiben. Kennen wir den alle? Haben wir alle eine Verbindung zu dem? Ihr habt alle eine Verbindung zu Big John. Ja, das ist quasi eine der Größen im Viertel, die dafür sorgt, dass es dort ruhig bleibt und Dinge regelt. Okay. Und ihr kennt ihn von früheren Geschichten, habt ihm vielleicht mal hier und da einen Gefallen getan oder er euch aus Ärger rausgehalten, irgendwie gedeckt. Also er ist so eine der Größen in der Bodega, den man gern, also in seiner Bodega. Bodega ist, ach ja, was ist eine Bodega, muss ich vielleicht auch noch erklären. Stellt euch vor wie American Diner und Kiosk, so eine Mischung daraus. Das heißt, man kann da drin nicht nur essen, sondern auch diverse Sachen kaufen. Nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Munition oder Kleinteile. Er ist jetzt kein Waffenschieber, aber Munition ist was jeder immer brauchen kann, wie ein Schokoriegel, so ungefähr. Deswegen verkauft er das auch. Genau. Hat er gesagt, wann wir ungefähr eintrudeln sollen oder einfach im Laufe des Tages? Anhand der Nachricht habt ihr alle mitgekriegt, dass es wohl ein bisschen dringender ist. Aber ich weiß jetzt ja nicht, ob der Rockstar immer zu spät kommt oder ob ihr irgend so eine Gruppendynamik habt. Er hat euch alle vier auch angeschrieben, ihr wisst auch, ihr kennt euch ja untereinander. Und er weiß, dass ihr eine Gruppe seid, also er hat euch alle vier kontaktiert. Gemeint, ja, ich glaube, dass ihr mal vorbeikommt. Ich und Frankie, wir wohnen ja praktisch zusammen, aber ich bin halt schon so, ja, warte, ich muss noch was posten. Bloom! Ja! Bloom, die Schlüssel! Ja, aber das ist. Poste ich muss, unterwegs, ich fahr doch ja, sowieso. Komm. Ja, Leute, ich muss los. Danke fürs Zusehen. Ist doch okay, ja. Wir haben doch noch ein paar Minuten. Ja, was sagst du jetzt? Und wenn wir in ein paar Minuten losgehen, was haben wir dann? Hast du die anderen schon kontaktiert? Ja, das ist ja nicht unser Bier. Die kommen doch mit dem Motorrad wahrscheinlich, oder nicht? Ja, also hast du die Schlüssel? Hab ich die Schlüssel? Hast du die Schlüssel? Ich hoffe, du hast die Schlüssel. Warte. Ja, Bloom. Ich hab die Schlüssel. Okay, Gott hier. Sei Dank. Okay, dann. Ich schreib den anderen mal kurz, ja. Vielleicht holen wir die ab. Ich schreib mal in die... Haben wir einen Gruppenchat, I guess. Ja, kein Ding. Hey, Guys, sollen wir euch abholen kommen? Fragezeichen. Smiley Face. Ich bin auch mit dem Gruppenchat auch drin, dann als... Ja, gut, dann habt ihr genug Platz? Haben wir genug Platz? Das ist ein Viersitzer, der fette. Hä, der kennt doch unser Auto. Was ist denn das jetzt? Oh. Ey, als ob wir das erste Punkt. Mal. Seid ihr sicher? Ich habe einen großen Rucksack mit dabei. Ja, Punkt. Okay, dann ja. Okay, dann komm, Blum, wir gehen die abholen. Ja, klar. Ja, wie weit wohnt ihr weg? Wahrscheinlich nicht weit, ne? So 10 Minuten max. Ich würde sagen, wir fahren bei dem Verkehr in Night City aber nicht sagen, ne? Das ja. Das war 2 Tage im Stau. Was ist mit Miles und Mike? Ihr wohnt auch zusammen, oder? Ich hätte ihm zumindest angeboten, ein Zimmer zu haben, weil man weiß ja nie. Ich muss ja mindestens vor der Tür stehen. Ich fahre das Auto. Ich würde mich auf den Weg zu euch machen. Oder wir würden es auf den Weg zu euch machen. Lest die Nachricht und von mir kommt nur ein Ja-Punkt und ich begebe mich schon mal nach unten. Liebe unsere Kommunikation. Vielleicht genervt mit verschränkten Armen. Oh, wir werden sowas von zu spät kommen. Ich trudel langsam vorm Haus ein, sehe Mike da stehen und düdüt! Dude. Ja, ich winke, als ob du mich nicht gesehen hättest. So, hallo, hab diesen riesigen Rucksack mit dabei. Weil man will ja immer gut vorbereitet sein. Yo, Mike, was hast du denn dabei alles? Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, das klang so dringend und du weißt ja, wie es ist. Also ich habe jetzt hier nur meine Pistole mit dabei. Hier noch ein Sturmgewehr, Schrotflinte, auch noch eine Machete, man weiß ja nie. Ja gut, okay, das ist üblich. Und dann habe ich auch noch was für später mit, also so ein Sandwich, ist also, falls wer Hunger hat. Ja. Irgendwer kriegt ja immer Hunger. Ich habe ein paar Pancakes dabei.
Wirklich? Ja. Das ist mein Burrito-Typ, glaube ich. Ist, ja, ein bisschen Mehl und Wasser. Ja. War teuer, aber ja. Ich dachte so, wenn... Oh, Wasser habe ich nicht mitgenommen. Das ein bisschen... Vielleicht gehe ich nochmal hoch, kurz, Moment. Nein, du. Ich hab Wasser dabei. Okay, gut. Manche wird kurz aufgemacht und so eine Flasche. Ja, du trinkst wahrscheinlich auch gleich einen Schluck, weil es ist echt heiß. Also ihr habt schon alle irgendwie Schweiß auf der Stirn. Der es am besten verträgt, ist Mike, der Solo. Ja, aufgrund von seiner Konstitution, der schwitzt nur ein bisschen, aber es ist echt, es ist unerträglich eigentlich. Also, warum machen wir das nochmal? Oh Gott. Status, Geld. Eine Klimaanlage, ey. Ja. Ja, damit wir uns ein Auto mit Klimaanlage leisten können. Ja. Ey, wenigstens habe ich ein Auto. Beschwert euch nicht. Ja, ja, wollen wir los? Ja. Wenn ihr drin seid, dann können wir losfahren, wa? Genau, ihr hattet eine umgebaute Corvette, irgendwie Viersitzer, wo auch immer ihr die herbekommen habt. Wahrscheinlich hat der Tech noch ein bisschen daran geschraubt, aber das war das Auto, was ihr haben wolltet. Weil die Frage kam. Die selber zusammengeschraubt. Ne? Genau, ich weiß nicht, die Türen gehen so wie so Flügel nach oben auf. So. Und welche Farbe hat die Karre? Grün. Ich habe mir die rot vorgestellt. Rot. Aber es ist dein Auto, also es ist dein Call. Grün. Okay, da ist die grün. Alles klar. Und dann... Kann sie einen gelben Streifen an der Seite haben, zumindest so. Oder einen roten. Oh ja, einen roten. Okay. Aber ja, okay. Okay. Man nimmt halt das, was man kriegen kann. Ne? Ja, ja. Eines Tages haben wir ein richtig gutes. Ich habe euch so oft einen guten Preis gemacht zum Umlackieren. Ja, aber es irgendwie hat das was. Ich weiß auch nicht. Oder? Oder, Frankie? Hm, was? Das ist egal. Fahr doch! Ja, der Verkehr geht tatsächlich noch. Ihr müsst auch nicht so weit fahren. Und kommt dann eine kurze Zeit später in dem Viertel an. Den Wagen kennt man. Ihr könnt auch in der Nähe von der Bodega tatsächlich parken. Von da geht so eine kleine, ja, ehemalige Fußgängerzone ab. Da kommst du dann noch mit einem Motorrad durch, wenn du da reinfahren möchtest. Machen aber die wenigsten. Genau. Und was euch auffällt, ist, dass da ein großer Foodtruck steht. Der ist neu. Also irgendwie... auf dem Parkplatz, den habt ihr noch nie da gesehen bei euch in dem Viertel. Und wenn ihr reinschaut, seht ihr eine große Frau, 2,10 Meter groß, hat so kurze Haare und sieht sehr massig aus. Und immer wenn sie in diesem Wagen rumläuft, um irgendwas zu tun, dann wackelt dieser ganze Truck so ein bisschen. Was ist an der Seite so? Ist das ein also was verkauft der Foodtruck? Ja, die Karte siehst du nicht so richtig. Wahrscheinlich musste ich mit einem Agenten irgendwie da rein verbinden oder hingehen. Oben steht noch irgendwas, das könnte Louisianas heißen oder sowas. Und er scheint auch irgendwie Fleisch anzubieten. Irgendwo siehst du so ein Schild aus der Region, so mit Smiley dahinter. Ihr wisst, was das heißt. Das sind halt Ratten oder whatever. Hat aber wahrscheinlich auch die normalen Soja-Burger und sowas. Wie ist das so? Ist es verpönt, Ratten zu essen? Oder ist es so normal? Das kommt auf dich drauf an, ob du darauf Bock hast. Also, wenn du Fleisch willst, also Hühnchen steht noch auf der Fleischkarte, ist aber schwierig zu kriegen. Mhm. Naja, und von Rindfleisch und sowas reden wir gar nicht. Okay. Also, es wird gegessen. Sonst wird sie es nicht verkaufen. Ja. Mhm. Ist halt die Frage, ob dein Charakter da irgendwie eine Grenze hat. Ich würde einfach parken. Irgendwo da in der Gegend. Mein Banjo nehmen und aussteigen. Na, ich nehme auch mein Zeug, schneide mir die Gitarre hinten drauf. Ja, ich habe meinen Rucksack mit dabei. Ich habe nur so eine kleine Seitentasche und halt diese sehr luftige Jacke. Mhm. Miles, du dürftest, nein, Mike, du dürftest einmal auf Wahrnehmung würfeln, bitte. Ja, mit welchem? Oh, erster Roll. Erste Roll, das ist 1W10 plus dein Basiswert, die Wahrnehmung oder Aufmerksamkeitsgruppe ist oben links in deinem Charakterbogen und das ist dann die fünfte Fertigkeit, oben links. Wahrnehmung, da habe ich Stufe 6, Basiswert ist 11, sagtest du? Genau, und dann plus 1W10. Okay. Und 10er darfst du nochmal rollen und 1er ist ein Patzer. 11. 11 hattest du? Plus 11, also 22. 22.
Du kennst die tatsächlich. Du meinst, du hast die schon mal gesehen. Du hast ja so ein paar Connections in die Untergrund-Fight-Szene und das ist eine der Boxer, die da ab und zu mal auftritt. Scheinbar noch so hauptberuflich irgendwie. Oder was jetzt die Frage, was ist Tarnung, was ist echt? Aber sie scheint auch in dem Foodtruck da zu arbeiten. Leute, ich glaube, ich kenne die. Herr Wien. Ich habe die schon mal gesehen. Ja, die Besitzerin, die Dame, die da in dem Foodtruck rumläuft. Ja, und? Das ist ja nicht gut. Nee, die gehört zu so einem Underground Fight Club. Die ist also ich meine, man sieht es ihr vielleicht nicht an, vielleicht aber auch schon. Die boxt und mit der wollt ihr euch definitiv nicht anlegen. Oh nein, oh, mein Gesicht. Nee, also das geht Boxen, hallo? Das wollen wir ja nicht, ne? Also wir brauchen hier noch, stell dir vor, du kriegst eine gescheuert. Nee, nee, auf keinen Fall. Du möchtest mir sagen, dass kurz vor der Bodega ein Foodtruck auftaucht mit jemandem aus einem Underground Fighting Club. Ja, das ist das Komischste, was wir hier gesehen haben, wenn ich ehrlich bin. Wie seltsam kommt mir das vor? Ja, ich gehe nicht davon aus, dass Big John uns zum Essen eingeladen hat. Mhm. Ah, meint ihr, er hat ein Problem mit ihr? Wie wäre es, wenn wir einfach mal hingehen und fragen? Das ist eine. Wow. Also. Okay, ja. Ich versuche euch das noch einmal zu erklären. Big John, zwischen Big John und ihr da möchte ich jetzt auch nicht wirklich stehen. Wenn wir da jetzt reingehen, versteht ihr, was ich meine? Das ist unser Fluchtweg vielleicht. Ach, was soll's. Ja, aber ja. Big John, naja, das ist doch unser Dude hier, unser Choom. Ich laufe zum Foodtruck. Hey, Frankie. Hä? Was machst du? Er hat Hunger. Ach ja, okay. Kannst du mir so einen pflanzenbasierten Burger mitbringen? Soja? Ja. Streck Daumen raus und geh weiter. Also jetzt ist ja Ikade, ne? Sind die Preise normal oder sind die so scammy oder sind die so... Das sind normale Preise. Okay. Was ein Burger kostet, zahlst du bei ihr auch. Sie hat auch Bier und die diverse Softdrinks. Ich würde die Gelegenheit nutzen und hinterherlaufen. Ah, Frankie, vergiss, du hast kein Geld mit! Und lauf hinterher, um mir das auch dann mal näher anzugucken. Ich auch hinterher, weil ich bin ja als Bodyguard angestellt und bin mir sehr pflichtbewusst. Aber ich hab... Ach, egal. Ich gebe Mike aber kurz so einen Blick mit. Ich bleib stehen, wo ich bin. Wenn du sie kennst, kennt sie dich. Ja. War jetzt so der... Okay, ich bleib stehen. Ich bekomme das mit, verstehe das schon, weil wir arbeiten ja schon ein bisschen länger zusammen. Bleib stehen, bleib auf Abstand. Zücke meine schwarze Sonnenbrille und setze die noch auf. Mike, du bist ja auch gar nicht sicher, ob sie dich kennt, weil du bist jetzt ja keiner, der in der Untergrundkampfszene da ständig in den Ring steigt, sie schon. Also es kann durchaus sein, dass du sie halt schon mal gesehen hast, sie dich nicht, aber man kann es nicht ausschließen. Vielleicht erkennt sie dich wieder. Okay, das heißt, unsere Schieberin und der Tech, die gehen einmal zum Foodtruck. Ja, die Dame beugt sich da ein bisschen nach vorne, also die hat echt ein Kreuz wie ein Hufschmied, mit der möchte man sich nicht prügeln und die Decke vom Foodtruck ist noch ein bisschen höher als ihr Kopf. Schaut dann nach vorne, kurze schwarze Haare, die dunklen Augen, ihr habt jetzt Boxer gehört, ihr seht auch diese typischen Blumenkohlohren irgendwie, ne, die sie hat. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, das wegzumachen, weil hast du dann gleich wieder. Und sie beugt sich rüber und meint, was darf es denn sein? Wollt ihr einen leckeren Burger oder ein Bier? Moin Meister, Meisterin. Ich hätte gerne... Willst du auch einen? Habt ihr auch was zu trinken, was nicht Bier ist? Ja, klar. Energy. Ja, dann hätte ich gerne 2 Sojaburger, bitte. Mach 3 draus und ein Energy. Alles klar. Dauert einen Moment. Ja, alles klar. Sie wackelt dann hinter zu ihrem Grillrost und macht die Burger fertig. Die Drinks stellt sie schon mal hin. Und kannst einfach über den Agenten bezahlen. Mhm. Kostet ein paar Euro, Dollar. Ist im Budget. Und sie ist dann da am Kochen. Meint, wie ist die Gegend hier so? Ich war hier noch nie. Ich musste umziehen. Oh, wo kommst du ursprünglich her? Naja, ich stand bei so in so einem Chlorgebiet, bei so einem Mietshaus. Die haben da drin irgendein Zeug getrieben und dann gab es da eine Razzia und naja, jetzt muss ich mal schauen, wo ich jetzt meine Burger verkaufe, ne? Also, ich sag mal so, die Gegend ist genauso scheiße oder genauso gut wie jeder andere in Night City. Würde jetzt sagen, weder über- noch unterdurchschnittlich, ne? Also. Oder was sagst du, Miles?
Einschätzungstechnisch. Wie sinnvoll halte ich es, einen Foodtruck hier zu parken, wenn ich mir die Umgebung angucke? Gut, du hast ja eine Großcousine, die ist auch im Lebensmittelgeschäft, aber die verkauft Dinge aus dem Supermarkt raus und von daher weißt du, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, also das irgendwo hinzustellen, wo schon was ist, ist nicht so verkehrt. Warum sie sich jetzt euer Viertel ausgesucht hat, Zufall, wer weiß, kannst du jetzt nicht sagen, aber es macht jetzt, ist jetzt nicht total unsinnig, dass sie da stehen. Die Story, die sie erzählt hat von der Razzia und so, haben wir davon gehört? Ist das sowas, was schlüssig wirkt oder sowas, was halt so sehr bullshitty wirkt? Oder? Also du hast davon nichts gehört, dein Tag. Ich davon was gehört? Ich glaube, du hast was davon gehört, ja. Also du hast da von dieser Razzia mal, hast du was mitbekommen, ja. Auch irgendeinen Rockstar, Jimmy Goldenhand, der irgendwie den Geist von Johnny Silverhand wiederbeleben möchte, der hat da einen Teil gestreamt von. Und diese Razzia hat stattgefunden, ja. Da wurde so ein Mietshaus da hochgenommen. Und in dem Mietshaus war zum einen eine Drogenküche drin, wo die Smash hergestellt haben. Und dann noch ein Labor, in dem ja so Menschenversuche durchgeführt werden. Das heißt, es gibt Leute, die... Da war sie weg. Huch! Sie ist weg. Und wir sind wieder allein. Kurze Unterbrechung. Ja. Okay, wir haben jetzt den feindlichen Netrunner-Angriff überstanden. Jawohl, großartig. Vielleicht nochmal für dich, Miles. Was ich noch gesagt habe. Naja, du hast es mitgekriegt, dass in diesem Wohnhaus einmal dieses Smash-Drogenlabor drin war. Oben im fünften Stock war angeblich ein Labor, in dem ein Dr. Fischer Versuchsreihen durchgeführt hat, verfrühte Versuchsreihen an Menschen. Dafür werden immer wieder arme Menschen rekrutiert, denen viel Geld angeboten wird dafür. Das geht nicht immer tödlich aus, aber die Nebenwirkungen und so sind halt nicht absehbar. Von daher ist das ethisch. Wie hieß der Streamer nochmal? Jimmy Goldenhand. Er hat einen goldenen Cyberarm. Einen goldenen Cyberarm, immer einen Helm auf, über den er ja gewisse Emotionen zeigt, so ein Interface drauf und spielt so Holo-Instrumente. So wie Daft Punk so ein bisschen? Ja, genau. Genau. Ja gut, ich würde gerne nochmal gucken, wenn ich das sehe, wie der Foodtruck so ein bisschen, also glaube ich, dass der schon länger in Benutzung ist. Von außen ist der ziemlich runtergerockt. Der wird halt, das sieht dann der Tech eher so in Stand gehalten, dass das Ding fahrbar ist und dass es soweit passt. Aber man sieht es ja schon an dem Namen, ne? Da sind nicht mehr alle Buchstaben da. Das Louisiana kriegt man noch hin. Und innen drin die Küche, die sieht gepflegt aus. Also es scheint schon jemand zu sein, diese Louisiana, die das ernsthaft betreibt. Oder das Ding ist fake und sie betreibt es nicht ernsthaft, aber wer auch immer da drin normalerweise kocht. Also es sieht schon benutzt aus und auch gepflegt und es passt. Das passt soweit, ja. Ja, gut. Ja, ich wollte auch die Burger, ne? Genau. Während ihr beide aufs Essen wartet, Lizzie, kommt auf dich ein junger Kerl zu. 15 Jahre, 14, 15, irgendwie so schätzt du ihn ein. Pyro, so feuerrotes Haar. Hat immer noch seine Verbrennungen an der einen Hand und Arm, weil er halt immer gern mit Feuer spielt. Ja, er kommt immer wieder bei dir vorbei, um dir seine neuesten Musikstücke zu präsentieren. Und er hat auch seine E-Gitarre dabei und seinen Taschenverstärker und meint schon von weitem, hey, Lizzie. Yo, Pyro, was geht? Was geht? Hi. Grüß dich. Pass mal auf, hier, muss hier reinziehen. Und dann fängt er halt an, so einen Riff zu spielen. Meint, was meinst du davon? Jetzt noch, stell dir davor, es singt jemand mit so einer tiefen, sonoren Stimme. Das wäre doch was. Ja, das wäre was. Das hört sich echt gut an. Richtig Nova. Ja, geil, oder? Ja. Vielleicht nimmst du mich dann doch mal mit zu irgendeinem Gig. Dann mache ich hier die Vorband bei dir. Ja, wir reden noch mal darüber auf jeden Fall. Aber ja. Arbeite das noch ein bisschen aus und dann auf... Ja, klar. Dann können wir das cool mal machen. Seid ihr hier bei Big John in der Bodega gleich, oder was? Ja, die haben sich erstmal... Die holen sich da gerade einen Burger. Ich warte hier. Was ist das für ein... Habe ich noch nie gesehen hier.
Jaun ist irgendwie neu. Keine Ahnung. Kennst du auch nicht? Ja, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die haben da sogar Fleisch. Ja. Okay. Mhm. Fleisch? Ja. Nee, habe ich nicht so Bock drauf, glaube ich. Mhm. Ja, ich habe mir auch so ein veganes. Das ist nicht clean und dann... Ja. Mal gucken. Ja, nice, man sieht sich später, sagt er ja zu dir, winkt dir nochmal zu und du siehst, dass er zu so ein paar Typen auf schnellen Motorrädern rüberläuft. Das ist diese Blue Lizards Gang, ja, die irgendwie Augen zusammen abhängt und die begrüßen sich da, die Homies. Mhm, wie viele sind das? Auf den Motorrädern 5 Stück. Mhm. Und alle mit ihren blauen Armbändern, halbstarke, ne? Also Jugendliche, die sich als die neue Gang von Night City irgendwie etablieren wollen. Ja. Sowas kann meistens schief gehen. Ja. Ich guck die böse an. Guckt mich einer davon an? Da guckt auch einer zu dir rüber, klar. Möchtest du ihn einschüchtern? Ja, mit meinen Blicken geht das. Das geht, ja. Du könntest auf einschüchtern. Ich such's gerade. Hat er es rausgeschmissen, oder was? Naja, du verhörst ihn ja nicht wirklich. Ja. Dann unterwürfel einfach mal deine Coolness mit dem W10. Coolness, warte, wo finde ich? Ach, cool ist das COO, ne? Genau, richtig. Okay. Mit einem W10 muss ich irgendwas draufrechnen? Nee, einfach drunter würfeln. Okay, ich habe eine 8 und das ist eine 8. Was passiert dann? Passt. Ja, du hast genau getroffen. Du schaust da einmal böse rüber und der Typ guckt dann weg. Und was du dann halt auch noch siehst, ist, dass sie irgendwie mit deinem Pyro reden und der eine ihm so ein Päckchen zudrückt und Pyro will es erst nicht nehmen, nimmt es dann aber doch an und steckt es dann halt ein und schwingt sich mit auf so eine Maschine hinten drauf, inklusive seiner Gitarre, die dann hinten halt, die er sich umhängt und dann fahren die halt los. Shit, Pyro, was machst du für Sachen? Okay, währenddessen kriegt ihr die Burger und eure Softdrinks. Cool. Ja, dann danke, ne? Bist du jetzt öfter hier oder was ist der Plan? Ich schau mal, wie der Umsatz ist. Wenn es läuft, dann bin ich hier öfters, ja. Okay. Ja, dann sieht man sich wahrscheinlich nochmal. Hast du genau praktisch vor Big John geparkt? Also, auf dem Parkplatz? Auf dem Parkplatz, genau. Auf dem Parkplatz, der direkt an die Bodega grenzt, aber nicht in der Nähe von der Bodega, sondern schon am anderen Eck so ungefähr. Mhm. Aber man sieht es, also das ist jetzt halt Konkurrenz, die da steht erstmal, ja. Mhm, okay. Genau. Ey, kleiner liebgemeinter Tipp, ne? Verscherzt es dich mit Big John. Big John heißt er? Mhm. Sollst du mal zumindest Hallo sagen gehen, ist so ein Ding der Höflichkeit, weißt du, wenn man schon hier einzieht. Ja, mach ich vielleicht später mal. Dann, ey, ne? Sieht man sich. Mach's gut. Hey, habt eure Burger! Und ich wink euch zu. Ich bringe einfach nur meine Energy hin. Kommst du uns entgegen? 50 Grad im Schatten Burger essen könnt. Hast du auch was zu trinken? Du hast nicht nach Trinken gefragt, oder? Also. Oh. Ja, okay. Tja, wer jetzt Wasser mitgebracht hätte. Und Mike, die habe ich auch einen mitgebracht, obwohl du nicht danach gefragt hast, aber... Ne? Danke. Oh, danke, okay, gut, ja. Erinnert mich dran, dass ich meine Wasserpreise steigern sollte. Was machst du? Ich mach die Packung auf. Also ist wahrscheinlich so eine. Ist das so eine Papppackung oder wie sieht's aus? Ja, das ist in so ein Papier eingepackt, ja. Wie sieht der aus? Sieht der gut aus? Das sieht okay aus. Okay. Ja. Also das ist normal. Ihr seid ja in diesem orangenen Viertel, ne? Bei Big John schmeckt es vielleicht einen Ticken besser noch. Ja. Aber es ist schon qualitativ gut gemachter Burger mit den Zutaten, die man halt für das Geld in der Gegend kriegt. Okay, ich zücke meine Kamera mit diesem Burger in der Hand und fange an, ein Video zu machen. Ey Leute, ich bin gerade hier bei einem super neuen Foodtruck, guckt mal hinter mir. Und das ist hier bei Big John in der Nähe. Guckt euch den Burger an, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ciao! Haben die Kommentare gern. Hättest du nicht warten können, bis wir fertig sind und dafür nicht gleich aufs... Ach. Okay. Was? Aber ich... Hä? Warum? Konkurrenz und so. Wenn er den Foodtruck noch nicht bemerkt hat, dann spätestens jetzt. Denkst du wirklich,
Ah, Big John hat den Foodtruck noch nicht bemerkt. Ah, ich... Nein. Er ist doch direkt hier vor. Ich glaube auch, der weiß schon, dass er hier steht. Wollen wir rüber? Ich beiß rein. Wie schmeckt der? Ich glaube, die vegane Variante. Er schmeckt okay. Auch okay. Also es ist wirklich okay, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, Wahnsinn, kaufe ich jetzt nur noch dort. Aber es ist in Ordnung. Es ist, was man von so einem Burger erwarten kann. Kann man mal essen. Ist okay. Was sagst du, Frankie? Heißt halt Essen, ne? Oh. Möchte jemand die Hälfte? Nee, danke. Nein, danke. Das, Ich mach den erstmal zu und halt den in der Hand. Okay, dann geht ihr rein, oder? Ja, wir gehen Richtung Bodega, würde ich sagen. Ne? Okay, alles klar. Wie dann viel zu spät sind wir? Er hat euch ja keine Zeit angegeben. Okay. Ihr seid relativ zügig gekommen, weil Frankie hat ja gleich Druck gemacht, dass ihr euch auf die Socken macht, wenn Big John euch da anschreibt. Er hat euch ja keinen gesagt, ihr sollt dann und dann da sein, sondern kommt halt vorbei. Also ihr seid relativ zügig da jetzt angekommen, ja. Vor 90 Minuten oder so habt ihr die Nachricht gekriegt. Wir liegen gut in der Zeit, würde ich sagen. Gut. Okay, ihr lauft rein in die Bodega, in der ist es kühler, aber es riecht nach Alkohol und Zigaretten. Sitzen da Leute drin gerade zu der Uhrzeit oder ist nur Big John? Ja, ihr habt jetzt so 14.30 Uhr, sagen wir mal 2:30. Es ist schon was los, also das ist ja das Zentrum des Viertels, sage ich mal, da sind auch immer irgendwie Leute da und sitzen an irgendwelchen Tischen. Die Gesichter, die meisten kennt ihr, da ihr in dem Viertel gut unterwegs seid. Und Big John steht hinter der Theke und stellt gerade irgendjemand sein zweites Bier hin und sieht euch und winkt mit seiner großen Hand. Hey, yo, Big John! Moin, Meister! Grüß euch. Wollt ihr was essen? Ich versteck den Burger hinter mir. Nö, ich hab grad gegessen, danke. Ja, super gerne, ich hab Hunger. Ja, klingt gut. Was darf's denn sein? Das Übliche. Eggs und Bacon. Also Frühstücken. Mike, oder brauchst du ein paar Proteine für deine Muskeln? Auf jeden Fall. Ich könnte ein ganzes... Was sagt man denn? Ich könnte ein ganzes Pferd essen, aber das sagt wahrscheinlich... Ich könnte eine ganze Ratte verpflegen. Das ist ein Pferd. Naja, Kühe gibt es ja, nur die kann man sich nicht leisten, ne? Ja. Genau. Okay, und was darf ich dir bringen? Einfach nur ein paar Eggs, das reicht. Den Bacon brauche ich nicht. Alles klar. Big John, hast du vielleicht ein bisschen Wasser für mich? Ja, klar. Stellt euch dann auch Getränke hin. Ja. Dir ein Wasser. Will jemand ein Bier? Bier? Nee, ich muss noch fahren. Obwohl, einer ist keiner, ne? Hey, fahr mir die Karre hier nicht zu Schrott, ja? Ja, noch mehr geht ja nicht. Hey. Hast du Eis fürs Wasser? Aber wir sind ja in den USA. Ja. Er hat eine Eismaschine, ja. Könntest du ein bisschen Eis reinmachen? Das ist draußen mega heiß. Ja, die läuft heute schon auf Hochtouren. Wird mal aus der alten Betsy noch was rauskriegen. Geht hin und klopft ein bisschen drauf und tatsächlich kommt da noch ein bisschen Eis raus. Füll dir dein Eis in dein Glas. Sonst noch wer? Irgendwie. Hey, ja, alles gut. Alles klar. Ja. Little Kid, einmal Eggs und Bacon und einmal nur Eggs. Okay. Kommt aus der Küche. Und Big John stellt sich dann zu euch hin, meint, okay, also passt mal auf. Und ihr ruckt ein bisschen näher zusammen. Er meint, es wurde eine Leiche gefunden bei Maus in der Kellerwohnung. Problem ist, A, Maus ist weg, B, da liegt eine Leiche und der Typ, der da liegt, der kommt hier nicht aus der Gegend. Der sieht, also die Ausrüstung, die er bei sich hatte, wohl soll recht hochwertig gewesen sein. Und ich habe keinen Bock, dass wir jetzt in irgendeinem Keller einen hochrangigen Konzern oder irgendeinen anderen Arsch liegen haben und hier kommen irgendwann Militech oder Arasaka oder sonst wer eingerückt und schießen uns das ganze Viertel zusammen, weil irgendjemand abgeladen hat. Und ich hätte gern, dass ihr einmal rausfindet, was das für ein Typ ist, was der hier will, was da vor sich geht und wo zur Hölle Maus steckt. Maus ist weg.
Ja, Maus ist weg. Also nicht mehr in seiner Wohnung. Archie und Steph deutet hinten auf den Tisch. Die sitzen da gerade und essen irgendwas. Haben den gefunden, weil irgendwie Maus sollte ihnen an irgendeiner Knarre was richten. Keine Ahnung. Und die Tür war offen. Da drin hat irgendein Kampf stattgefunden. Und dieser Typ mit aufgeschlitzter Kehle sitzt auf dem Stuhl. Ja, geil. Und wir können sie nicht an die große Glocke hängen. Ja, das ist mal das Erste. Ich habe den zwei schon gesagt, sie sollen ihr Maul halten. Ob sie es tun, weiß ich nicht. Und dann sollten wir rausfinden, was da los ist. Also, ihr wisst ja, Maus liegt mir am Herzen, ja. Der kleine Kerl irgendwie. Ja, klar. Eben nicht. Ja, und wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass hier irgendwas läuft. Und ihr wisst, wir haben keinen Gangschutz. Wir haben keine irgendwie Korpos, die hier ihre Hand drüber halten. Das heißt, wenn hier irgendwie Scheiße passiert, dann rücken irgendwelche Leute mit großen Knarren hier rein und dann weiß ich nicht, in welche Richtung das geht. Ja, also wäre er tot. Ja, dann kann ich woanders eine Bodega aufmachen. Und wann habt ihr die gefunden? Was? Die Leiche. Bei Maus in seiner Kellerwohnung. Ja, was doch der? Nein, wann? Wann? Ach so, wann? Sorry, ich habe nicht gehört. Ja, heute haben die hier Archie und Steph die gefunden. Wer weiß, wie lange die da liegt. Keine Ahnung, ich habe nicht nachgeschaut. Dachte, ihr wo könnt ist sie jetzt? Ah. Ja, die ist da noch. Ja, dann sagen wir mal zu Archie und Steph, ne? Haben die sonst noch mit irgendjemandem darüber geredet? Oder ist das rausgekommen bisher? Ich hoffe nicht. Ich guck kurz da. Jetzt habe ich noch nichts davon gehört, also scheint es noch nicht die größere Runde gemacht zu haben, wenn sie es wem erzählt haben. Jo, ja, Big John, also ich bin immer offen und du weißt, wir helfen dir gern, aber lass uns doch ein bisschen über Cash reden. Was hältst denn du dafür? Du willst Cash haben? Von mir? Dafür? Really? Ja, wir sind ein bisschen mit der Miete im Verzug. Ja, also du eigentlich, ich bin nur dein Untermieter, also deswegen, ich habe da eigentlich nicht so viel. Ja, von dir habe ich diesen Monat auch nichts bekommen. Ja, aber ich dachte, das ist so Freundschaftsbasis zwischen uns, weißt du? Deswegen. Ja, ich kümmere mich hier um alles, also da kann ich ja nochmal, kann ich schon mal fragen. Ich gehe mal schon mal zu den anderen, am besten. Also ich habe keinen Cash, du kannst hier wie immer, und du weißt, ich bin immer für dich da, ja, das läuft hier auf Gefallenbasis. Ich muss auch gucken, wie ich über die Runden komme, aber ich würde mal sagen, ihr redet mit Archie und Steph, weil die haben bestimmt sich bei dem Herrn schon ganz gut bedient. Mhm. Und dann sollen die halt was rausrücken, wenn ihr die Arbeit macht. Ja gut, dann rede ich mit denen. Ich gucke auch Frankie an. Naja. Komm, zahlt mit Reichweite. Oder Essen. Ja, das hier geht sowieso schon auf mich. Und haltet mich informiert, ne? Ihr müsst jetzt nicht euren Hals irgendwo hinhalten, aber ja. Ich schaue, was ich machen kann. Du, John, und bevor wir gehen, ist dir dieser Foodtruck gegenüber aufgefallen? Hä? Ach, die? Ja, keine Ahnung, Louisianas. Wenn ihr das rausfindet, was die hier will, keine Ahnung. Ob die damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Hier treiben sich sowieso so ein paar Gestalten rum, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was hier läuft. Irgendwas ist los im Viertel. Mainz und ich waren eben dort, haben ein bisschen geschnackt. In der Nachbarschaft willkommen geheißen, gefragt, was sie hier macht. Aber ich glaube, da weiß Miles mehr drüber. Schau zu dir. Da war eine Razzia, die Razzia gab es wirklich, aber ob der Foodtruck damit zusammenhängt, lässt sich jetzt leider so auf die Schnelle nicht rausfinden. Die Story ist auf jeden Fall glaubbar. Der Foodtruck sieht so aus, als würde er benutzt werden öfter. Und die Burger, die sie produziert haben, sahen so aus, als hätte sie in ihrem Leben schon mal den einen oder anderen Burger gemacht. Die waren okay. Und sie wirkt ganz nett. Okay. Wie man hier so. Hab ihr gesagt, sie soll mal Hallo sagen kommen, wenn sie hier schneiden will. Ja, gut, vielleicht macht sie das. Alles klar. Ist jetzt nicht das vorrangige Problem hier. Da können wir dann über Cash reden. Aber kümmert euch erstmal um Maus, bitte. Ja, das wäre mir wichtig. Und was ihr findet, behaltet's und ja, schön Update. Gib mir Updates, was los ist. Ja. Wenn du noch was hörst, schreib uns auch, ne? Mach ich. Ich würde tatsächlich schon anfangen, in diversen Gruppen, Familienchats, eine kurze Beschreibung von Maus reintypen. Jemand von euch gesehen?
Und ist irgendjemand von euch aufgefallen, dass hier Leute rumlaufen, die keiner von uns zuvor gesehen hat, sind heute ein paar begegnet. Irgendwie seltsam. Ich denke, es gibt so einen Familienchat, der wird auch noch unterteilt sein. Es würde nur an die Leute Richtung Haywood, also die, die auch in dem Bereich sind, alles andere. Macht nicht so besonders Sinn. Gibt es so zwei, so einen für Weihnachten, also wirklich Familiensachen und der andere für Business? Nee, tatsächlich auch noch die größere Familie, wo es aber Sinn machen würde, würden wir herausfinden, wo dieser Typ herkommen könnte, aufgrund von was er so bei sich hat. Dann könnte man den Rest der Familie mit einbeziehen, aber vorher... Erst der Kern. Nee, ist kein Problem, kannst du machen. Informierst du die? Mhm. Genau. Dann später zur Maus. Das heißt, ihr lauft jetzt zu Archie und Steph rüber mit euren Eggs und Bacon, die euch Little Kid vorbeigebracht hat noch, ja? Ich würde auf dem Weg noch kurz... Ey Frankie, hast du einen Knopf dabei? Der ist mir gerade abgefallen. Ah, lass mal gucken. Muss nicht super passend sein. Hast du irgendwas? Ich komme in einer Tasche, so Fussel kommen raus. Ich komme in der anderen Tasche, so eine alte Tube Kleber. Nee, die ist leer, scheiße, warte. Ich kam in der dritten Tasche. Ich habe einen Kabelbinder, wenn das gibt's ja auch, sonst notfalls. Ja. Also ich habe einen Knopf. Was ist das? Ist es wirklich ein Knopf? Ich hoffe es. Sieht eher aus wie eine alte Münze. Ah. Ja, aber mit Löchern, also. Was ist schon ein Knopf? Wollen wir es darüber philosophieren oder willst du ihn nehmen? Der ist ein bisschen groß. Hast du noch Nadel und Faden? Ich nehme mir den schnell dran. Ja, ich glaube, einen Faden habe ich. Beim Nadel musst du mal Miles fragen, ob die einen dabei haben. Im Gegensatz zu Frankie, einfach total organisiert, die Jacke geöffnet. Bisschen weiter nach links. Nähzeug. Ja gut, war jetzt mehr für medizinische Zwecke, aber sollte funktionieren. Du kriegst eine relativ große Nadel, ja. was definitiv auch für Leder und Haut funktionieren würde. Nicht die optimale Lösung, aber besser als nichts. Okay, danke. Ich fummel auf dem Weg an meiner Jacke rum. Okay, Archie und Steph hocken da und sind mit dem Essen schon lange fertig. Die trinken eigentlich gerade noch irgendwie ihre Softdrinks. Archie, so 1,70 groß ungefähr, hat so einen roten Iro, ein Muscle-Shirt an. Darunter nicht ganz so viele Muskeln, hat die Knarre so lässig in der Jeans stecken, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Steph hat so blaue, längere Haare nach hinten, die ein bisschen fettig sind. Und hat so ein Shirt an, darüber eine Lederjacke, eine leichte, die, sobald sie wieder rausgeht, schwitzt sie da drunter wie Sau. Und hat auch so eine Short an, die abgerissen ist. Und die beiden sitzen da, unterhalten sich, sehen euch dann auch kommen. Was euch noch auffällt, ist, dass sie so eine Tasche nebendran haben und die gut gefüllt ist scheinbar. Achso, okay. Dann würde ich auf den Stuhl setzen. Moin! Hey. Sind das da? Bank? Ja, also auf diesem Couch-Ding, da ist auch noch ein Stuhl vorne dran. Das heißt, wenn ihr da alle hocken wollt, dann müsst ihr euch reinquetschen. Ja? Also ihr könnt euch da nicht alle hinsetzen. Und die haben sie auf der Couch relativ breit gemacht und der einzige Stuhl, den es noch gibt, auf den hat sich jetzt Frankie gesetzt. Okay, nee, ich bleibe einfach stehen. Die gehören jetzt aber so quasi zu John dazu, ja? Die gehören zum Viertel dazu, die gehören nicht zu John dazu. Die haben nur ihm davon berichtet, weil da irgendein Scheiß abgeht und sie auch nicht ganz blöd sind. Und gesagt haben, okay, das ist irgendwie strange. A, ist der Maus weg, wahrscheinlich sind sie deswegen zu ihm, weil der irgendeine Knarre von ihnen hat und die da dran was montiert haben wollen. So schätzt ihr das eher ein. Mhm. Na, wie geht's euch? Ziemlich warmer Tag, oder? Jo, ziemlich warm, meint Archie, der immer einen auf die Hose machen muss irgendwie. Was gibt's denn? Ich gehe auch dazu und klopf auf den Tisch und sag, hey Archie, na, alles fit? Deine Knarre hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Ja, Mann, die andere, die hat ja Maus und der ist weg. Ja, keine Ahnung, die wollte ich ja wieder haben. Das sagt er relativ laut, ne? Und dann wendet er sich an Miles und meint, hey Miles, wir haben ein bisschen Zeug zu verticken. Du nimmst uns doch immer Sachen ab. Miles steht mit einem Schraubenzieher an einem Stuhl von einem der anderen Tische und macht den los und trägt den dann rüber und setzt sich hin. Aha. Du hörst den Tresen hinten Big John rufen, den machst du wieder ran.
Natürlich! Okay, also du hockst dich auch dazu. Mhm. Und ja, er holt dann die Tasche rüber, die bei Steph steht, packt die neben sich, macht die auf und meint, hier eine Nova City Hunter und eine Arasaka Miniami 10 haben wir in die Finger gekriegt. Das sind zwei Waffen, hervorragende Qualität. Das ist heißer Scheiß. Das hat niemand bei euch eigentlich bei sich, so eine Waffe. Ihr habt schwere Knarren, eine gute Qualität, alles in Ordnung, aber nicht diese Waffen, ja, die gehören eigentlich nicht in dieses Viertel oder nicht zu den Leuten, die da rumlaufen. Wüsste ich, wo diese Waffen eigentlich üblicher sind oder ob es irgendeinen Händler gibt, also irgendeinen Schieber oder ähnliches, wo man die Waffen hier kriegen könnte, für zwar einen Arsch voll Geld oder wären die hier überhaupt nicht zu bekommen? Du hast die auch schon verkauft, ne? Da kommt jemand zu dir und sagt, hey, für meinen Bruder, ich brauche was Besonderes, kannst du so eine Nova City Hunter besorgen, ne? Dann hast du dem 1.000 bis 1.500 Euros abgenommen, was ja viel Geld ist bei euch in dem Viertel, und hast ihm die Waffe besorgt und verkauft. Also du bist da schon rangekommen. Aber das ist halt nichts, was der Normalo irgendwie da mit sich rumträgt. Und die haben jetzt zwei so Knarren. War schon sehr komisch. Also du würdest denen wahrscheinlich 2.000 bis 3.000 Euros dafür würdest du sie verkaufen, was du ihnen jetzt geben würdest, dafür kannst du überlegen. Mhm. Oder was du für Schlüsse draus ziehst. Sag mal, ich nehme mich so ein bisschen nach vorne. Das sind nicht zufällig die Waffen, die bei dieser Leiche lagen im Maus Wohnung, oder? Steph guckt in ihr Glas, dreht es ein bisschen, nippt an ihrer Coke und Archie meint dann, ja, und wenn schon, wer es findet, darf es behalten. Ich sag euch ganz einfach, die Ware ist heiß und ich kann euch maximal 1.500 dafür geben. Wie Frankie schon sagte, wenn ihr mit den Waffen diesen Laden verlasst und irgendjemand fragt, wo die herkommen und ihr kommt so ins Schwitzen wie jetzt und verratet, was Big John euch gebeten hat, nicht zu verraten. Viel Spaß. Ja, aber was? 1.000 ist schon echt... Ey, das ist, die sind viel mehr wert, das weißt du auch. Natürlich, aber ich kann die erst wochenlang nicht verkaufen, bis sich die Sache beruhigt hat. Was soll ich denn damit? Würfel mal auf Handeln, bitte. Kann man so supporten? Irgendwie? Weil ich, kann man so supporten? Könntest du, aber du weißt, dass Miles das wahrscheinlich regelt. Aber wie möchtest du sie denn supporten? Ich würde einfach das Argument unterstützen und sagen, ja, ich muss mich um den Sicherheitschip kümmern, muss mich um die ID kümmern, die muss entfernt werden. Also da fließt nochmal viel Arbeit rein von unserer Seite aus, ne? Okay, dann rechnen bei dir noch einen Boni von +2 drauf. Oh, dann habe ich 25. Ja, da muss Archie nicht dagegen würfeln. Sagt er, ja, okay, ist ja gut. 1.000 Euro ist das besser als nichts, ne? Das ist schon ordentlich was. Da kommen wir eine Weile über die Runden. Ach so, so alles klar, ich nick Mike zu, dass er sich bitte um die Tasche kümmern soll. Und das ist auch ein, wenn du kurzer Gruppenschnitt, wenn du die benutzen möchtest, solange wir da unterwegs sind, Genehmigung erteilt. Und okay, du greifst Richtung Tasche, du siehst dann Archie, wie er schnell noch reingreift und so ein Packen Geld rausholt, was wohl auch noch da drin lag, und es sich irgendwo in die Tasche stopft. Ihr könnt mal auf Wahrnehmung würfeln. Okay. Hallo? Hallo? Mhm. Alle, ihr seid ja alle an dem Tisch. Wo ist denn Wahrnehmung? Ach, da unten. Oben links. Oh, nice, ich habe eine 10 gewürfelt als erstes. 17. Das ist 26. Immer der Wert plus die Basis, ne? Genau, dein W10 plus die Basis, genau. Dann 15. Ja, also ihr drei, das ist viel Geld und du, Miles, hast noch gesehen. Das Schieberaugen. Ja, dann mit deinen Schieberaugen, das sind alles Hunderter, das sind mindestens 2.000 Euro. Ich lehne mich noch ein bisschen weiter vor, relativ leise. Habt ihr das Geld bei ihm gefunden oder in Maus-Gegenständen? Du meinst, wir haben Maus abgezogen? Sah es so aus, als wäre Maus für etwas bezahlt worden? Oder war das an der Person noch? Ich wiederhole mich. Wer es findet, darf es behalten. Und Steff meint dann, ja, es war an der Person. Wir klauen keinen Kumpel. Ich nicke.
Also, Nachricht an Onkel Tommy. Ich glaube, ich habe da was. Und dann frage ich, ob er jemanden kennt, der irgendwann in letzter Zeit diese zwei Waffen gekauft hat bei ihm oder wo er was mitbekommen hat, dass es da eine Anfrage gab. Noch etwas spezifisch. Nur aber direkt an ihn. Das ist alles. Checkt ihr die Knarren noch oder steckt ihr die einfach ein? Ich glaube, Mike hat sie genommen, ne? Die Tasche mit den Waffen, oder? Ich würde mir die mal, wenn Mike es mir geben möchte, nochmal genau unter die Lupe nehmen. Also ID checken vielleicht, ob die schon mal benutzt worden sind, gibt es Gebrauchsspuren, sind die Fabrik neu? Also das sind gut gepflegte Waffen, sind beide auch mit einer ID versehen, das heißt, die ist nicht weggefeilt oder so, die werden auch registriert sein. Und ja, also wer auch immer die gehört haben, der hat sich darum gekümmert, dass die einsatzfähig sind. Gibt's sowas wie ein öffentliches Register an Waffen oder so, wo man IDs checken kann? Keine Ahnung. Da müsstest du wahrscheinlich irgendeinen Kontakt bei der Night City Police haben oder einen Netrunner, der dir da Infos besorgen kann. Dann kommt da jemand ran, auf wen diese Waffe zugelassen ist. Also man kann das rausfinden, aber du kannst jetzt nicht dich irgendwo einloggen und hast die Infos, ja. Sag mal, ihr beiden, wann wart ihr denn da? Also wann habt ihr die ganze Scheiße gefunden bei Maus? Stefan, waren wir da? Vor, weiß ich nicht, 2 Stunden, 2,5 Stunden, irgendwie sowas. Und wie tot sah die Leiche aus? Wie frisch war sie? Könnt ihr das einschätzen? Die beiden gucken sich an. Es hat noch nicht doll gestunken. Und Archie meinte, naja, aber dem ist schon ein bisschen Soße rausgelaufen, als wir den, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin kein Mediziner. Ja, okay. Mhm. So, habt ihr noch was ihr fragen wollt? Habt ihr alles geklärt soweit? Ich hatte keine Fragen. Das mit der ID, hast du das erwähnt oder habe ich das auch gesehen? Das ist so eher Common Knowledge, oder? Dachte ich. Also, ob ich gesehen habe, dass die Waffen noch eine ID drauf haben. Das hast du, ja, das wahrscheinlich hast du das gesehen. Mit deinem 26er Wahrnehmungswurf. Kenne ich wen, der das rausfinden könnte? Auf wen die zugelassen worden wären? Also du hast dich, da Tommy, ja, Onkel Tommy fett im Waffengeschäft ist, hat er, weißt du, dass er Connections hat. Er kann das rausfinden, es wird aber wahrscheinlich ein bisschen dauern. Wenn du es super schnell brauchst, dann kostet es halt einen Haufen Kohle. Ist halt die Frage, ob dir das wert ist. Wie wäre es, wenn wir uns erstmal... Ich würde ihm die IDs auf jeden Fall geben, wenn es nicht super schnell ist. Und dann würde ich nach vorne gehen und Big John fragen, ob er eine große Plastiktüte hat, mit der man zufällig einen Kofferraum auskleiden kann, für den Fall, dass man eine Leiche von Anna transportieren möchte. Ja, ich kriege hin. Gib mir ein paar Minuten, kriegen wir hin. Das ist eine gute Idee. Ich sehe gerade, dass Menschenkenntnis ist, also ob ich das Gefühl habe, dass die noch irgendwas verheimlichen oder so oder was weglassen. Dann würfel mal auf Menschenkenntnis. Ja, das machen wir mal. Das ist eine 6 plus 6, 12. Du hast den Eindruck, dass die alles erzählt haben. Okay. Nochmal für mein Verständnis, die beiden sind jetzt mehr so indifferent gegenüber allen anderen und mehr aus der Not und geschäftliche Beziehungen zu Big John, ne? Die 2 Street Kids da, oder was? Ja. Ja, also die wohnen in dem Viertel, die hängen da auch ab. Das sind jetzt keine Best Buddies von Big John, denen vertraut er jetzt nichts an wie euch in dem Fall. Die kennen ihn halt, weil er einer der Persönlichkeiten in dem Viertel ist. Deswegen sind sie zu ihm gekommen. Also einen Bezug haben die schon zu euch und zu ihm und auch zu Maus. Deswegen dieser Vorwurf, habt ihr da Maus beklaut, hat sie ja gleich gesagt, machen wir nicht. Ne? Also irgendwo haben die auch eine Grenze. Ja, aber es sind jetzt nicht diejenigen, die er losschicken würde, um jemanden zu finden oder ne, so. Das traut er ihnen vielleicht auch einfach nicht zu. Das sind halt so, ja. Also Miles wollte auch nicht sagen,
ihr habt das beklaut. Für ihn würde es Sinn machen, wenn da irgendwann irgendjemand in diese Wohnung kommt, weil es stinkt, würden die das Geld mitnehmen. Und wenn Maus nicht da ist, macht es halt mehr Sinn, das Geld erstmal. Deswegen auch. Ne? Aber das zu wissen, wäre halt gut, wer da das Cashman hatte, weil das ist eine Menge Geld. Mhm. Sag mal, ihr beiden, was habt ihr denn für eine Waffe in Auftrag gegeben bei Maus? Vielleicht kann uns das bei der Suche helfen. Ja, das war eine schwere Pistole, die hatte ich gefunden. Guckt zu Steff rüber, sie guckt zu ihm rüber und ja, er sollte die halt ein bisschen modifizieren für mich, die war nicht mehr ganz frisch. Ich meine, die ist auch nicht ganz frisch, aber die war echt noch in einem schlechteren Zustand. Wenn er die aber fit macht, dann hey. Ja, dann habe ich ihn mir gegeben vor ein paar Tagen und ja, Maus kriegt ja sowas hin, relativ zügig und ja, jetzt wollte ich ihn halt holen und naja, die Waffe abholen und dann liegt da eine Leiche drin und Maus ist nicht da. Und ihr habt diese Story noch nicht weiter erzählt, richtig? Steff meint dann, ja, wir hatten überlegt, halt zu Billy rüber zu gehen. Wir wissen ja, die zwei haben irgendwas miteinander, einen Deal am Laufen, aber wir sind lieber erstmal zu Big John gegangen, weil Billy, ja, Billy kennst du, Frankie, also er ist irgendwie ein Arsch, ne? Er ist auch ein Tech, aber halt ein Schlechter und er lässt halt Maus dort wohnen in der Wohnung, kassiert auch Miete, manchmal lässt er Sachen machen, also er ist halt mehr so der Klempner, der irgendwo hingeht, wenn eine Wasserleitung tropft oder so, ja. Macht aber einen auf dicke Hose und wenn er aber was zu reparieren hat, dann gibt das Maus, das ist das, was du halt weißt, weil du Maus ein bisschen besser kennst, Maus repariert das, gibt das ihm zurück und er sagt, er hat was weiß ich. So einer ist das. So einer ist das, ja, genau. Okay, es wäre, glaube ich, besser, wenn das erstmal nicht drum erzählt wird, bis wir Maus gefunden haben. Auch Billy nicht. Okay? Nee, alles gut. Wir erzählen das nicht rum. Wir erzählen das nicht rum, nee. Okay, dann haben wir ja kein Problem. Oder, Leute? Hä? Ja, es geht vorne und warte auf mich. Ich bin die ganze Zeit am Handy so. Hä? Oder ja. Ich glaube, wir haben hier alles, was wir wollen. Ich nehme noch ein Wasser. Und was ist eigentlich mit den Eiern geworden? Die hat euch Kit vorher hingestellt. Vielleicht hast du den Teller wahrscheinlich einfach mitgenommen und reingeschaufelt nebenher. Sonst stehen sie noch vorne am Tresen. Weiß ich nicht. Ich habe meinen gegessen währenddessen. Ich habe das komplett verplant und renne jetzt schnell zum Tresen, wo dann diese Eier stehen und fange an noch so schnell. Ich gehe zurück und fange an, den Stuhl wieder anzuschrauben. Ich hoffe mir auf die Oberschenkel und sag so. Du schraubst den Stuhl wieder an, du siehst dann auch Big John, der sagt, Kid, da, den Stuhl, den muss man nochmal anziehen mit deinen Pranken. Wenn Miles den loskriegt, dann stimmt da was nicht. Ja, das ist einer der guten, elektrisch betriebenen Schraubenzieher. Die schaffen alles. Ja, Miles kommt dann angeschlappt mit seiner Küchenschürze, die ein bisschen fettig ist. Miles ist ja so ein großer Schrank, Klatze, bisschen drei Tage Bart. Ja, jetzt bin ich durch. Und ja, geht da hin und schraubt es rein. Habe ich Miles gesagt? Sorry. Ja. Warum nicht, heißt halt auch so. Ja, genau. Alle heißen Miles. Alle heißen Miles. Die ganze Familie heißt Miles. Das ist auch was ein Zufall, dass wir zwei Miles in einer Gucke haben sollten. Er schraubt das auf jeden Fall an. Kit schraubt das an, genau. Okay. Ich würde Blumen so, während sie am Handy chillt, am Ärmel einmal ziehen, Richtung Ausgangstür. Komm, wir sind fertig, wir können weiter. Ach so, ja, was? Okay. Kommt ihr nach, oder? Ich warte noch auf die Tüte. Ach so, ja. Dann würde ich Blumen einmal so alles Breakdown und so erzählen, was wir überhaupt besprochen haben. Ja, habe ich doch mitbekommen, hä? Ja, natürlich, wie immer. Du inhalierst die Eier und den Wannabe Bacon oder was? Und er kommt dann mit einer Tüte an, ja. Also mit so einem Päckchen einfach, drückt es dir in die Hand, Kit, und meint, das Beste, was ich finden konnte. Vielen Dank. Und stopft dann wieder in die Küche. Beeil mich, hinterher zu kommen. Ich lasse alles liegen. Danke, John. Super, wie immer. Und renn hinterher. Gut, ihr macht die Tür auf, euch schlägt diese Hitze wieder entgegen. Und ihr wisst,
das Maus, also ist ja so ein kleiner Einzelgänger, das wisst ihr alle. Frankie Dido weiß das noch ein bisschen besser. Und der wohnt halt in so einem Hinterhof, wo so eine kleine Seitengasse reingeht. Und da geht dann eine Treppe runter und da hat er seine Unterkunft. Mhm. Ist, ja, zu Fuß läufst du da durch diese Fußgängerzone. Bist du ein paar Minuten da, ist wirklich nicht weit weg. Während wir hingehen, würde ich nochmal so mit euch ein bisschen das Gespräch suchen. Hört mal zu. Ah, verdammt. Gehen oder fahren wir? Wir gehen, das ist doch ein paar Minuten, genau, oder? Ihr könnt nicht hinfahren, das ist ein Problem. Okay. Also du kommst da nur zu Fuß hin und wieder weg. Oder halt maximal mit einem Motorrad. Der Kleine, ne? Maus. Er ist mir ziemlich, ziemlich wichtig. Deswegen ist das was Persönliches für mich. Ach, mit wann? Also so, also klar, wir... Darf ich keine Gefühle haben? Ja, ja, aber ich habe das nie so mitbekommen. Also ja, klar, wir alle lieben Maus, aber... Ja, der Kleine, Racker, er hat mich ein bisschen an mich, weißt du? Hm, okay, ja. Von damals, wo ich noch auf der Straße gelebt habe. Mhm. Deswegen, ich meine, ja. Ihr beide seid zwei sehr fähige Techs, also. Hm. Ja, aber ich bin besser. Du bist doch hier. Also. Ja, und ich bin besser. Faktum. Ne? Sag, dass ich besser bin. Alles? Das ist eine Aussage, auf der ich mich nicht stützen kann. Ich müsste das mal testen, aber. Normalerweise kriegst du immer meine Aufträge. Sagt das nicht genug? Ich hoffe, deine Pistole hat das nächste Mal keinen Fehler. Frankie, mach dir keinen Kopf. Der ist. Ich hoffe, deine Miete wird bald nicht fällig. Wäre ziemlich blöd. Ja, Blum, das wäre ziemlich blöd. Leute, komm. Wir müssen hier herausfinden, was da los ist. Und wenn wir hier einfach jetzt zwischeneinander irgendwie so rumzoffen, dann wird das nie was. Ihr wisst doch, wie es in Night City ist. Die Straße siegt immer und wir müssen halt, also die Situation ist anscheinend ja ziemlich, ziemlich schräg. Ihr das weißt letzte du, Mal jemanden gelegt, der, gesehen, der 2000 in Cash dabei hat. Und zwei große Waffen. Hm. Ich glaube... Nee, noch nie. Mhm. Bin gespannt, was wir da vorfinden, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und die haben die ein oder andere Tasche nicht durchsucht. Ach, das wäre was. Die Miete. Ich gucke auf die Tasche, die Mike trägt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe gerade einen Arschloch-Profit gemacht. Naja... Ah. Muss Waffen ja noch loswerden, ne? Du warst mit mir selber bei Tommy. Come on! Ich sag nicht, dass du es nicht kannst. Ich sag nur, wo du keinen Käufer hast, ist es halt schwer, Sachen zu verkaufen, ne? In also welcher Welt hab ich keinen Käufer für irgendwas? Oder für sowas? In so einer Qualität? Könnt ihr aufhören, euch zu streiten? Ich will hier nicht weiter rumstehen. Wir sind in der Lage, uns zu streiten, während wir uns bewegen. Das stimmt. Einfach. Leute, das warum bewegen wir uns dann nicht? Ja. Also ich dachte, wir gehen die ganze Zeit währenddessen zum Maus. Also wir laufen und ich guck halt Blumann mit dem Handy in der Hand. Deine Beine sind wirklich voll automatisch mittlerweile, oder? Oh, ach so, wir laufen. Ja. Ihr kommt dann an dieser Seitengasse an und es... mieft etwas, weil da auch Leute ihren Müll teilweise entsorgen, bis der dann irgendwann irgendwie abgeholt wird. Also es ist einfach nicht schön. Ja. Ihr lauft diese Seitengasse nach hinten, kommt in diesen Hinterhof. Da geht eine Treppe runter zu Maus seiner Wohnung und nebendran ist noch eine Garage mit so einem Rolltor. Da kriegst du halt maximal, kannst du in diesen Hinterhof mit einem Motorrad reinfahren. Das Rolltor ist aber so ein großes, wie von so einer Großraumgarage. Und ihr hört dahinter irgendeine Rockmusik laufen und ihr wisst es, dass Billy seine Garage ist und hört irgendwelche Geräusche, wie jemand irgendwas vor sich hin werkelt. Hm. Wer war Billy noch gleich? Wissen wir das? Der Typ, der Maus außen, also ich sag mal, ausnutzt, ne? Ja, ach, der Typ, der Mitbewohner. Der Klempner-Tech. Der Klempner-Tech, der die Bude vermietet. Also dem gehört sowohl die Garage als auch diese Kellerwohnung. Und er hat wohl auch noch eine Wohnung. Wie er auch immer dazu gekommen ist, aber es ist halt sein Zeug.
Müssen wir durch die Garage, um zum Maus zu kommen, oder hat der einen eigenen Eingang? Der hat einen eigenen Eingang, ihr müsst nicht durch die Garage, da gehen so ein paar Treppen runter, 5 Stufen, und dann ist unten eine Tür und durch die Tür kommt man in den Keller rein. Ich würde sagen, wir gehen direkt runter, oder wollt ihr zu Billy? Nee, kein Bock zu Billy. Wenn wir runtergehen, hätte ich aber tatsächlich einer meiner Hände an einer meiner Schusswaffen. Mhm. Für den Fall, dass sie es doch wem erzählt haben, der hier aufschlägt. Mhm. Gut, ihr lauft runter in den Keller. Wer geht voran? Wer ist in der Mitte? Wer zum Schluss? Schluss. Ich glaube, ich gehe als erstes, weil ich Maus am besten kenne. Mhm. Ich gehe definitiv vor Sam. Also Frankie, Mike, Miles, Bloom. Mhm. Okay, alles klar. Dann Frankie, stehst du vor der Tür. Das ist keine, die irgendwie in der Wand verschwindet. Das ist so eine Stahltür, die man halt aufmachen kann. Du weißt, die schleift ein bisschen am Boden. Und die ist offen. Also die kannst du aufmachen. Und du siehst auch als erstes, dass dieses Schloss da, ja, wurde scheinbar irgendwie manipuliert. Okay, aber sehe ich Spuren von gewaltvollem Eindringen? Zum Beispiel Kratzer, Explosion, Ruß, Schüsse? Nee. Das nicht. Also Kratzer schon. Also irgendjemand mit dem Dietrich hat da relativ schnell das Ding aufgemacht. Wahrscheinlich so ein elektronisches Ding ist da rein. Das fällt dir auf, weil ich vermute mal, du achtest drauf als Tech. Ja. Und genau, dann dürfen alle bitte noch einmal auf Wahrnehmung würfeln, wenn ihr in die Wohnung reingeht. Dass euch das so auffällt. Oh Gott, was war nochmal bei einer 1? Eins ist ein Patzer. Guckst auf dein Handy. Was sind mein Vermutlich? 19. Ich fühle einfach nur so, wie Blume so ein bisschen in den Rücken fällt. Ey! Ey! Hä? Was? Hinläufst. Oh, was? Hä? Ich habe eine 19 gehört, ich habe eine 14 gehört. 16 bei mir. Und eine 16. Okay, gut. Alles klar. Ja, ihr betretet die Wohnung. Also es riecht noch ein bisschen nach Werkstatt. Ihr wisst, dass Billy da unten auch mal andere Sachen vermutlich gelagert hat. Oder es ist die Werkstatt von Maus, eins von beiden. Es riecht halt so ölig, muffig. Die Wohnung selber war nie sehr ordentlich. Jetzt ist sie noch ziemlich zerwühlt. Also hat halt irgendein Kampf stattgefunden. Und ihr seht auf dem Stuhl, also Maus hat da drin ein Bett. Er hat eine kleine Minibar, die dort an der Wand steht, auf der er irgendein Fernseher gepackt hat. Wo er auch immer die her hat, hat noch einen Schreibtisch. Überall liegt Tech-Kram rum, noch ein Schrank an der Wand und eben dieses Doppelbett. Und auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch, da sitzt ein Typ, der mal recht attraktiv war, hat so längere braune Haare, hat die Klamotten, die schaut er euch an. Das ist so, er kann hier noch reinpassen. Ihr vermutet, er hat sich ja kleidungstechnisch ein bisschen angepasst, ne? Dass er nicht gar so auffällt. Aber es sieht alles aus wie, ich habe mir das neu gekauft, um so auszusehen und in so einem Viertel unterwegs zu sein. Also das sind halt billige Klamotten, aber die relativ A, gut sitzend und B, sauber und ordentlich. Ist der Raum beleuchtet? Also kann man hier ganz normal Licht anmachen? Du kannst ganz normal Licht anmachen da unten in dem Keller. Maus hat so diverse LED-Beleuchtung und Lampen an, aber es gibt auch noch so eine grelle, hässliche Kellerlampe, die er nicht abgeschraubt hat. Die kannst du anmachen, die wird er wahrscheinlich nicht verwenden. Die surrt einmal, pum, dann geht die an. Und dann seht ihr diese Leiche dort sitzen. Wie gesagt, braune Haare, die Augen sind offen, sind auch dunkel. Gepflegtes Gesicht, rasiert, sauber, ordentlich. Und sieht jetzt ein bisschen vermöbelt aus und hat halt so einen Kehlenschnitt hier unten rüber. Und alle außer Blum sehen noch so einen leeren Geldclip am Boden liegen, neben ihm. Da liegt auch noch ein Kampfmesser rum, was er wohl in der Hand hatte. Und was dann am Boden liegt, da ist auch die Klinge voller Blut. Und ja, wie gesagt, es hat ein Kampf dort stattgefunden. Ich habe bei mir unter meiner Cyberware einen Tech-Scanner. Und da steht Diagnosefähigkeiten +2. Heißt das Diagnose im Sinne von, ich diagnostiziere fehlerhafte Technologie, oder Diagnose im Sinne von, ich diagnostiziere Menschen? Das geht auf Tech tatsächlich. Das heißt, du diagnostizierst damit Tech und kriegst dann, wenn du eine Diagnose laufen lässt, auf was auch immer, Cybertech oder ein anderes technisches Gerät, die +2. Kann ich dann trotzdem einen Erste-Hilfe-Check machen, um ungefähr einzuschätzen, wie alt die Leiche ist? Also Leichenstarre hat eingesetzt, keine Ahnung, Haut ist schon... Dafür bräuchtet ihr wahrscheinlich einen Medic, aber du kannst es gern mit Erste-Hilfe probieren. Okay. Genau, das heißt, du machst dich mal an der Leiche zu schaffen. Was machen die anderen beiden? Ich
Achso, ich darf gar nichts machen. Ich hänge am Handy. Du darfst nichts machen. Du siehst halt nichts. Du kannst natürlich dich auch noch umgucken da unten dann. Aber ich würd anfangen zu filmen. Okay. Ich habe eine 10 und eine 9 gerollt. Für insgesamt 31. 31 für Leiche untersuchen. Okay, damit hast du einen legendären Check, höchste Schwierigkeit, geknackt. Ja? Du kannst ihn nicht wiederbeleben, so viel steht fest, aber du überlegst jetzt, wie lange da diese Leiche liegt. Ja, also du bist wirklich kein Medic. Was jetzt Totenflecken angeht und sowas, darüber hast du kein Wissen. Aber du würdest sagen, du schätzt, dass das irgendwann in der Nacht passiert ist. Okay, das passt. Und ja, während du an der Leiche da rummachst, wie gesagt, der Kopf fällt dann noch so ein bisschen runter. Hältst du ihn auf dem Stuhl oder packst du ihn auf den Boden? Ich hätte ihn schon so auf den Boden gelegt, einfach. Okay, gut. Aber ich habe Handschuhe angezogen vorher. Mhm, du legst ihn auf den Boden. Dadurch tritt ein Teil des Mageninhalts aus dem Mund raus und es fängt übles Stinken an. Da du da so drüber beugst, kannst du bitte mal auf Körperbeherrschungsgruppe würfeln und da auf, ja, nehmen wir Folterdrogen widerstehen. Also, riecht der ganze Raum so direkt oder also, riecht mir das aus? Das breitet sich dann gut aus. Also. Ich schnapp mir die Geldklemme und setze mir die so auf die Nase. Das, nee, das mache ich nicht mit. 10 insgesamt. 10 insgesamt. Ja, du musst mal irgendwie weg von dem. Kannst ihn dir gleich noch näher angucken, aber du brauchst mal einen Moment. Ich stelle mich so an die Wand, so mit einem Arm. Ich brauche eine Minute. Mach dir mal weiter. Gut, was? Mike? Soll ich so richtig sagen? Ja, ich würde dann die Leiche untersuchen. Also auch die Leiche untersuchen. Okay. In der Kleidung irgendwie was versteckt ist oder so, irgendwie so eine Portemonnaie oder so. Mhm. Naja. Also ich nehme mal deinen Wahrnehmungswurf von vorher. Du findest noch einen Agenten, der auch am Boden liegt, auch neben der Leiche. Du findest eine Zutrittskarte zu einer Wohnung, vermutlich in Haywood, Santo Domingo. Vermutest du, weißt du nicht, muss man checken lassen. Kampfmesser hatte ich schon gesagt. Du denkst sogar, dass er mit seinem eigenen Messer gekillt wurde, was da am Boden liegt. Oder das ist das Messer des Täters, aber es lag so neben ihm und du, also... Wer auch immer ihn da attackiert hat, das war kein Anfänger, ne? Der ist da schnell rein und du als Solo siehst halt, jo, also das ging relativ zügig scheinbar. Hatte der nicht die Chance, da noch irgendwie eine Waffe zu ziehen oder sowas? Okay, ja, dem ist das Glück wohl ausgegangen. Leute, ich habe hier so eine Karte gefunden und einen Agenten. Ich weiß nicht, sind die irgendwie so, haben die so zu... Haben die so eine PIN oder sowas? Wie funktionieren die Dinger? Ja, die Agenten sind auch haben auch eine Zugriffsbeschränkung eigentlich. Du versuchst den anzumachen, der geht auch an und du kommst auch rein und findest einen leeren Agenten vor. Das heißt, das Teil wurde rückgesetzt. Kannst dann einen PIN oder Fingerabdruck oder Iris-Scanner dort einrichten. Also der führt dich in so ein Einrichtungsmenü. Das heißt, das Ding wurde rückgesetzt, vielleicht auch gelöscht, wer weiß. Okay, neue AI-Agent-Software. Genau. Was macht Miles? Die Nase zuhalten und? Ja, ich habe diesen Clip auf der Nase und ich würde mich dann einmal umgucken. Ich bin eher daran interessiert, was weil die anderen beiden schon die Leiche angucken und ich weiß, dass sie von Tech-Sachen und sowas mehr Ahnung haben und dass Mike auch weiß, nach was er suchen müsste, damit ich damit was anfangen kann. Ich würde mich mit Maus-Sachen umgucken. Also gucken, ob irgendwas Offensichtliches fehlt, irgendwie ein großer Batzen Klamotten, dass er irgendwie, was darauf hinweist, dass er wirklich irgendwo hin ist, aber. Oder irgendwas Verdächtiges und mich einfach umgucken, wie ich was finde. Okay, genau. Also du schaust dich da nochmal um, ob du was findest. Du darfst bitte nochmal auf Wahrnehmung würfeln. Und Lissy, du bist am Filmen. Willst du auch noch was anderes machen als Filmen? Ich will alles Wichtige filmen. Ja, kann man vielleicht später nochmal nachgucken dann, falls wir was übersehen oder so. Auf was fokussierst du dich? Filmst du nur die Leiche? Filmst du den Raum ab? Was hast du vor? Die Leiche, vielleicht sehe ich ja durch die Kamera irgendwelche... Also ich versuche mich darauf, auf irgendwas Ungewöhnliches fallen da vielleicht. So irgendwie irgendwas ist kaputt oder dann so. Dann bitte auch nochmal einen Wahrnehmungscheck, ja. Miles hat gewürfelt. 16.
16. Das gleiche nochmal. Okay. Bin ich der Beste in Wahrnehmung? 21. 21. Okay, also Miles, du schaust dir die Wohnung an, du findest Tech-Sachen. Ja, es sieht nicht so aus, als hätte jemand irgendwas geklaut, sondern da war jemand an diesem Typen interessiert. Mhm. Von dem Blut, was am Boden liegt, das fällt dir noch auf. Mike, hat das hier stattgefunden, dieser Kampf, also in der Wohnung von Maus, was auch immer dieser Typ da drin gesucht hat. Und dir, Lizzie, tatsächlich mit deiner Kamera, dir filmt alles ab und du findest eine Kamera, die im Eck angebracht ist, am Bett, ziemlich versteckt und die den Raum filmt und auch läuft, weil du siehst da so ein, wenn du mit deiner Kamera drüber gehst, so ein rotes Licht, also irgendwo sendet die hin. Laufen da Kabel lang oder ist die in der Wand? Nee, die ist so, du gehst dann hin, also die ist hinten am Bett so reingeklemmt, festgemacht und die scheint irgendwo hin zu senden, also ohne Kabel. Und die läuft. Fuck, ich leg was drüber. Mhm. Und ich versuch vielleicht noch, dass man mein Gesicht nicht sieht. Alter, scheiße, hier ist eine Kamera. Was? Dann, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob die auch Sound aufnimmt. Ich schreibe in die Gruppe, ist das nicht gut? Heißt das nicht, dass jemand den Mord gefilmt hat? Ich weiß nicht, ob die hier sein sollte. Vielleicht ist die von jemandem angebracht, der das Ganze beobachten wollte oder so. Also ich war ja schon ein paar Mal bei Maus. So ist also wirkt das jetzt so sehr weird auf mich? Ist es einfach so ein Maus-Ding? Nee, also Maus ist ein Einzelgänger, das weißt du. Er ist extrem vorsichtig, weißt du auch. Wenn der irgendwo eine Kamera hinhängt, dann draußen, um den Außenbereich zu überwachen und nicht sich selber bei irgendwelchen Dingen zu filmen. Also von Maus ist die Kamera definitiv nicht. Also okay. Da bist du dir ziemlich sicher. Ja. Ich gehe zu Blum. Ist das so, also wie kann ich mir das vorstellen, ist das so eine Webcam, die dann so da auf dem... Ja, stellst dir vor wie so eine, wirklich so eine kleine Mini-Kamera, also du gehst dann hin, schaust dir das an, wahrscheinlich nimmst du das Tuch ein bisschen zur Seite, aber so, dass du nicht gefilmt wirst. Ja. Das ist Hightech. Vor allem sendet das noch irgendwo hin, also das ist wirklich so eine Mini-Kamera, dass Blum die gesehen hat oder Lizzie. Ist krass, weil die habt ihr alle irgendwie die ganze Zeit übersehen. Die ist halt wirklich so hinten rein und auch so angebracht, wenn die ein entsprechendes Weitwinkelding hat, dass die den ganzen Raum halt mitfilmt. Und du siehst auch vom Draufgucken, Fabrikat und so, die hat auch Nachtsicht, die hat Infrarotsicht, die hat mehrere Sachen. Und die Sendestärke ist auch relativ hoch. Kann man so ein Signal reverse-engineeren als Tag, dass ich das triangulieren kann, wo das hinsendet zum Beispiel? Du kannst probieren, das zu machen. Bei dem Modell vermutest du, dass die Kommunikation wahrscheinlich verschlüsselt ist und das hart wird, das rauszufinden. Ich schreibe in unseren Gruppenchat, Frankie, können wir gucken, ob was drauf ist? Hat die einen Speicherchip oder so? Das ist so ein Ding, die sendet alles in die Cloud. Wi-Fi einfach. Ja. Genau, sendet es in die Cloud. Genau. Lasst uns das Objektiv abdecken. Ich hab direkt Tuch drüber geworfen, ist schon. Ich meine mit so Crepe oder so, dass die halt gar nicht mehr durchfilmen kann, weil dann kann ich mir die zu Hause in Ruhe mal angucken, so weißt du. Aber willst du die abschrauben? Ist die so verkabelt oder? Die kannst du einfach rausziehen, die ist mit so einem kleinen Mechanismus hinten an dem Bein festgemacht, die kannst du einfach abziehen. Ja, hätte ich es gesagt. Genau. Ja, und dann hört die auf zu filmen oder wie funktioniert das? Die filmt weiter. Deswegen, ja. Krass. Ja, genau, deswegen, ich einfach pack so ein bisschen Zukunft wieder an mir rum. Ah ja, Kreppband, ey. Genau, du verkreppst die, also mit deinem Tape irgendwie, du findest auch noch ein kleines Mikrofon. Also wirklich teuer. Also du solltest sie, wenn du sie irgendwie geknackt hast, verkaufen oder so. Oder selber benutzen, das ist ein geiles Teil. Also du klebst wahrscheinlich auch das Mikro zu. Mhm. Genau. Und ich schreibe nochmal in die Gruppe, dass ich ein Mikrofon gefunden habe. Mhm. Ich schreibe zurück, fuck. Mhm. Was? Aber jetzt ist das Mikro zu, ne? Mhm. Okay. Miles noch aufgefallen ist, sie hat nämlich gerade den Schrank aufgemacht, um auch zu gucken nach den Sachen von Maus, dass der Schrank hinten noch eine doppelwandige Tür hat, die
offen ist, irgendwie zur Seite geschoben und da geht es noch irgendwie weiter. Wie es damit weitergeht, schauen wir uns dann nach der Pause an. Dann machen wir einmal kurz Bio-Break. Pipi-Pause, holt euch Wasser, bleibt hydrated. Der zweite Teil kommt dann am Samstag, weil ich Samstag und Sonntag jeweils auch streamfrei habe. Also habt ihr genug Zeit, das Ganze durchzugucken. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da, wie ihr generell das Cyberpunk-Setting findet. Habt ihr Interesse an noch mehr Cyberpunk-Content? Vielleicht auch mal von mir geleitet. Konstruktive Kritik ist immer sehr willkommen und hilft mir sehr. Generell, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, was Liebes kommentieren. Und wir sehen uns dann am Samstag.